So, wenn wir erstmal schön in Deckung gehen und mal gucken, wer da noch alles kommt. Ich habe jetzt wirklich die ganze Basis hier aufgescheucht. Pass! Und ein herzliches Willkommen zurück bei Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Wir sind immer noch auf der Suche nach unserer zweiten, in Anführungsstrichen, verbündeten Pass. Ne, das scheint einfach nur ein Depot zu sein. Hey! Mit Schalldämpfer, genau das habe ich gesucht. Gibt es sonst irgendwas? Ach, Pistole gibt's hier. Ja gut, die Munition von meiner Betäubungspistole ist eh leer, aber wo waren die? Ich stand doch jetzt hier davor. Hier. Genau. Voll, voll, voll. Das ist alles Munition. Das erkennt man auch alles nicht so auf den ersten Blick. Eine Mine kann ich schaden, sehr cool. Man erkennt das eben alles gar nicht so sehr auf den ersten Blick, was davon irgendwelche Gegenstände sind, die man benutzen kann und was nicht. Die Kiste, da ist auch irgendwas? Okay. Anscheinend nur Munition, wenn man eine gewisse Waffengattung hat. Gut. Jetzt habe ich ja fast alles abgesucht eigentlich hier in der Basis. Wir sind erfolgreich drin. Da schlafen 3 bis 4 Leute. Hier war ich überall, also gehe ich jetzt mal links rum. Denn das ist der einzige Bereich, den ich jetzt noch nicht abgesucht habe nach Pass. Genau da. Kameras, Strom habe ich ausgeschaltet. Oh shit. Da ist ja einer. Alter. Aber ich habe jetzt ein Gewehr mit Schalldämpfer. Dann könnte ich den doch eigentlich erledigen, ne? Tut mir leid. Wo war der denn? Wo denn? Scheiße, das war ja richtig kacke. Das war jetzt immer richtig blöde. Richtig saublöd gemacht von mir. Ich muss natürlich immer damit rechnen, dass irgendwo hinter der Ecke einer steht. Na gut. Das ist natürlich jetzt alles nicht so die feine englische Art. Ach, irgendwie habe ich jetzt wieder meine Schalldämpferwaffe aufgegeben, ich Idiot, ne? Jetzt kommt auch noch Verstärkung, na super. Nee, ist eine Pumpgun. Wo habe ich denn meine schöne Waffe, die ich vorhin aufgesammelt habe, jetzt wieder abgelegt? Ich weiß es nicht. Das ist echt saudoof, ist wieder gewesen. Also von heimlicher Vorgehensweise bin ich ja wirklich meilenweit entfernt. Und habe jetzt leider auch schon ein paar Menschenleben auf meinem Gewissen. So, irgendwo habe ich da gerade jemanden schießen sehen. Oh shit. Da sind 2 Leute sogar. Da sind sie, alles klar. Aufpassen, dass sie hier nicht rechts die Treppe hochkommen. Nachladen, nachladen. Wie doof. Erste Hilfe. Dreieck. Granate, 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 Granate. Renn doch. Ah. Von hier aus auch irgendwie sauschlecht kämpfen. Aber kannst du nicht übers Geländer schießen, Snake, oder was? So, ich muss jetzt runter. Die scheiß Taschenlampe aus, Mann. Wo ist er denn? Einfach nur doof. Der ist doch hier irgendwo noch.
Also sorry, ich denke nicht, dass ich den eben erwischt habe, oder? Oh Mann, dass ich das alles noch ohne Game Over geschafft habe, gleicht eigentlich einem Wunder. Jetzt gucke ich hier nochmal schnell um die Ecke, nicht, dass er hier irgendwo lauert. Nee, sieht ganz gut aus, okay. Shit. Da sind sie. Oh fuck, das sind echt viele. Eine Mine hatte ich hier. Jetzt solltest du aber schnell auf die andere Waffe wechseln, Junge. Alter! Die ganze Basis jetzt aufgescheucht. Das Problem ist, dass hier halt ziemlich viele Gegner sind, die ich einfach noch nicht markiert habe, deswegen... Ja gut, da kommen auf jeden Fall welche. Da ist eine Treppe. Da sind zwei. Da geht's nach oben wieder. Da kommt einer. Da kommt einer direkt auf mich zu. Die anderen beiden bleiben da, wo sie sind. Das ist schon mal gut. Schlecht gemacht. Jetzt halt einer auf Rambo, bringt ja alles nichts. Noch ist das Spiel relativ gnädig mit uns. War noch einer? Na, da draußen rennt noch einer rum. Jemand schießt auf mich. So, na, im Moment habe ich noch genug Muni eigentlich, ne? Das war knapp. So, wenn wir erstmal schön in Deckung gehen und mal gucken, wer da noch alles kommt. Ich habe jetzt wirklich die ganze Basis hier aufgescheucht. Pass! Siehst du mal. Alles klar, dann habe ich jetzt hier eigentlich eine relativ gute Position, wenn die nicht mit Granaten um sich werfen. Irgendwie konnte ich die Mine vorhin auch nicht einsetzen. Das hat mich jetzt echt ein bisschen geärgert vorhin. Mal gucken, wie das mit dem Granatenwerfen ist. Wie geht denn das eigentlich? Den nicht. Ah! So! So geht das. Ach so, anvisieren und dann werfen. Yeah, läuft! Jetzt weiß ich nicht, ob weiterhin... Ja, doch, klar suchen welche, aber jetzt kümmern wir uns erstmal um Path, hä? Okay, sollen erst warten, bis die gegen... Macht auch Sinn.
blödsinnig, ne? Scheiße, wir schießen da. Wo vor allem? Siehst du, das geht auch mit einem Schuss, ne? Das war natürlich jetzt genau das, was man in Metal Gear Solid nicht machen sollte, ne? Die ganze Basis auf sich hetzen. Oh. Hatte ich die da abgelegt? Na gut. So, jetzt verhalten wir uns einfach mal ein bisschen ruhig. In der Hoffnung, dass die uns ein bisschen im Frieden lassen. Ah, das ist... Okay, das ist auch nicht schlecht. Das ist meine letzte bekannte Position. Da wird quasi nach mir gesucht. Tja, wenn es so weitergeht, schicken die natürlich immer mehr Verstärkung. Ne? Ich werde jetzt mal versuchen, einfach ein bisschen auszuharren. Scheiße. Ist der jetzt einfach verschwunden? Hat sich in Luft aufgelöst oder was? Oder ist der hier geflüchtet? Da schreit noch einer nach mir, also wird noch irgendwo einer sein. Tja, eine schallgedämpfte Pistole wäre jetzt natürlich super gewesen. Irgendwo habe ich Idioti auch aus Versehen abgelegt, weil irgendwie mit diesem Waffelwechselmodus komme ich ja irgendwie gar nicht klar. Okay, Suche wird durchgeführt. Zumindest sehe ich jetzt keine mehr, die markiert sind. Aber das hat ja noch lange nichts zu bedeuten. Und ich gehe davon aus, dass ich das Tor immer noch nicht öffnen kann, ne? Doch. Und Zwischensequenzen haben das Positive, dass die Gegner in der Zwischenzeit vergessen, was passiert ist. Oft. Das war cool. Ich habe ihren Herzschlag gespürt am Controller. Oder ihren Puls. Puls. Ja, ist ja fast dasselbe. Gut, es ist natürlich jetzt um einiges komplizierter, als Chico hier rauszuschleppen, ne? Oh, wie jetzt? Er lebt noch. Ich habe ihn getreten. Also er schläft jetzt wahrscheinlich nur, aber wer weiß wie lange, ne? So, schauen wir, dass wir Kleine hier mal rausbringen, aber das ist natürlich jetzt echt eine Herausforderung. Es tut mir echt leid, aber das Risiko ist mir einfach zu groß, dass du hier wieder aufwachst. Warum soll ich das lassen? Ich will dir gerade helfen, Baby. Fuck! Vielleicht sollte ich jetzt einfach doch mal ein Weilchen warten, bis sie die Suche aufgeben. Was hältst du denn davon? Ich leg dich mal kurz ab.
Ja, immer so sanft, ne? Entschuldigung. Kannst du mal aufhören zu schreien? Ach, weißt du was, Paz? Komm, wir bringen dich jetzt hier raus. Ach, die unterhalten sich da. Fuck. Das tut mir leid, Paz. They've discovered Paz is missing. They'll be looking for her. Hurry, you've got to get out of there. Da war ja eben noch einer. Na, schwer verdächtig, wenn Gegner auf einmal weg sind. Gott, wie soll ich die denn jemals lebend zum Helikopter hinbringen? Ich meine, ich muss sie da rausbringen. Die Landezone ist eigentlich ja verpönt. Da draußen steht ein Kampfpanzer. Und Soldaten, also das wird ein richtiger Spaß. Ich guck jetzt nochmal vorsichtshalber hinten, dass da wirklich keiner mehr ist. Ich will dir nur helfen. Doch keiner den Strom wieder einstellt, ne? Was in deinem Bauch? Ein Xenomorph? So, Baby, da geht's raus. Aber wahrscheinlich direkt in die Hölle. Da steht nämlich das gepanzerte Fahrzeug, sehe ich schon mal. Frage ist jetzt, sitzt da einer drin? Also, letzte Taktikbesprechung hier quasi. Rufen wir den Hubschrauber einfach da jetzt mitten rein? Komm, wir probieren das jetzt mal. Ich sehe jetzt gerade keine andere Möglichkeit. Ich weiß. Oh shit, da ist noch ein Panzer. Kacke, und der ist definitiv besetzt. Kann ich ihn zerstören? Geht das?
jetzt was. Yeah! Kein wirkliches Ziel oder so, ne? Ich weiß nicht, wo ich hinschieße. Ich kann irgendwie nicht. Irgendwie kann ich nichts. Ah, doch hier! Alles klar, jetzt rocken wir alles weg hier. Ah, das war so ein Luftabwehrgeschütz, siehst du? Okay, go. Was ist los? Was ist los? Ah, ich hänge hier fest. Ah. Nein! Shit! Alles klar. Das war jetzt ein bisschen Action pur. Den Hubschrauber habe ich jetzt leider verloren, beziehungsweise der hat sich zurückgezogen. Aber ich müsste jetzt so im Großen und Ganzen noch alles hier an Gegnern erstmal weggeledigt haben. Ja, so ein Mist. Also, dann gibt's doch noch ein Video Nummer 5. Und dann bringe ich PES hier aber definitiv raus. Und da soll mal einer sagen, dass die eine Mission nicht genügend Spielinhalt bietet. Ja gut, für einen Vollpreistitel auf jeden Fall. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Dann bringen wir hier PES definitiv raus. Und dann geht's so schnell wie möglich rein in The Phantom Pain. Ja, hat es euch gefallen? Daumen nach oben und schreibt mir eure Kommentare, ob das einigermaßen unterhaltsam ist, was ich hier für euch mache. Oh, bin ich wieder über PES gelaufen, Entschuldigung. Und dann bringen wir das Kapitel hier zum Ende. Alles klar, danke fürs Reinschauen, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.